Also dieser neonazistische Kameradschaftsdachverband hat eine gewisse Vorgeschichte. Die Hauptakteure und Hauptakteurinnen dieses Dachverbands hatten schon mal ein Netzwerk, das war Anfang des neuen Jahrhunderts, die sogenannte Fränkische Aktionsfront FAF. Die ist im Januar 2004 staatlicherseits verboten worden wegen Wesensgleichheit mit dem Nationalsozialismus und anderer Dinge. Und die Protagonistinnen und Protagonisten traten damals mehrheitlich in die bayerische NPD ein, um quasi eine unverbietbare legale oder legalistische Struktur zu haben. In der NPD waren sie ja nicht die einzigen Nationalsozialisten, aber in der bayerischen NPD verfochten noch einige ein etwas gemäßigteres Auftreten, beispielsweise der Landesvorsitzende Ralf Ollert oder auch Sascha Rossmüller, einen sogenannten sächsischen Weg, sich also bei aller nationalsozialistischer Einstellung doch eher gemäßigt, rechtspopulistisch, rassistisch der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das führte zu unglaublich vielen Spannungen und im November 2008 versuchten die Protagonistinnen und Protagonisten des Freien Netz Süd, des heutigen Freien Netz Süd, den Vorstand in der NPD wegzuputschen, was nicht funktioniert hat. Es gab körperliche Auseinandersetzungen etc. Und anschließend besannen sich die jetzt betreffenden Akteurinnen und Akteure darauf, was sie eben schon mal waren, wieder ein Kameradschaftsnetzwerk zu sein und traten fast alle aus der NPD aus. Kurze Zeit später tauchte unter dem Namen Nationale Sozialisten Franken die erste Struktur auf, die wenig später in der Öffentlichkeit als Freies Netz Süd auftrat. Die Fränkische Aktionsfront hatte ihren Wirkungsschwerpunkt ja doch, wie der Name schon sagt, hier in Franken in und um Nürnberg. Schwabach war damals vor allem auch einer der Hauptwirkungspunkte dieser Gruppierung. Das Freie Netz Süd scheint jetzt aber mehr als nur Franken zu umfassen, oder? Ja, du hast völlig recht. Natürlich versucht das Freie Netz Süd auch in Mittelfranken, Unterfranken Strukturen weiter aufzubauen, aber sie sind dort gar nicht so gut aufgestellt. In Oberfranken gibt es Strukturen im Raum Hof und Wunsiedel des Freien Netz Süd, aber interessanterweise ist das Freie Netz Süd vor allem in anderen bayerischen Bezirken gewachsen. Allen voran muss man hier die Oberpfalz und Niederbayern nennen. In Niederbayern unter anderem mit den Freien Kräften Straubing, aber auch mit einem eigenen Unterbündnis, dem Nationalen Bündnis Niederbayern, oder in der Oberpfalz mit der Vielzahl an Kameradschaften aus den Räumen Schwandorf, Cham, Weiden, Tirschen, Reuth. Und wie sind die dann organisiert? Gibt es da große Treffen oder? Also die Führungskader kennen sich. Die Führungskader tauschen sich auch auf Treffen aus. Wie oft diese stattfinden, kann ich so nicht sagen. Aber es gibt Treffen, bei denen das weitere Vorgehen beschlossen wird, beispielsweise die Auswahl von Orten für Aufmärsche. Und es bestehen auch verschiedene Verteiler- und Kommunikationsstrukturen innerhalb des Freien Netz Süd. Und diese Struktur ist ja doch, hört sich nach was Größerem an. Kann man irgendwie ungefähr sagen, wie viele Mitglieder oder Aktivistinnen sich zu diesem Dunstkreis des Freien Netz Süd denn zählen? Über Zahlen mag ich nicht gern spekulieren, auch wenn wir natürlich die einzelnen Kameradschaftsgrößen jetzt addieren könnten. Allerdings besitzt das Freie Netz Süd seit einiger Zeit durchaus eine gewisse Mobilisierungsfähigkeit. Das zeigte nicht zuletzt der 1. Mai in Schweinfurt, als der Freie Netz Südmarsch, natürlich unterstützt durch vor allem baden-württembergische Neonazis, doch fast 1000 Neonazis nach Schweinfurt mobilisieren konnte. Jetzt würde mich noch interessieren, dass das Freie Netz Süd hat ja schon auch ideologisch irgendwie etwas mehr, wie du gesagt hast, noch den rechten Einschlag als die NPD. Da ist zum Beispiel zu nennen jemand, der publiziert, Jürgen Schwab. Inwieweit haben solche Leute wie Jürgen Schwab als Haus- und Hofpublizist des Freien Netz Süd denn auch Einfluss auf Diskurse in der Rechten, sage ich jetzt mal, und in die NPD heran? Jürgen Schwab war ja schon mal alles. Also er war schon mal Burschenschafter in Bayreuth, er war schon mal NPD-Schulungsleiter, er war schon mal deutsche Stimme-Autor, also Mitarbeiter für das Blatt der NPD, Parteizeitung. Und tatsächlich stellt sich Jürgen Schwab so etwas als der Cheftheoretiker des Freien Netz Süd dar. Das passt hinten und vorne nicht. Meiner Meinung nach war Jürgen Schwab eine dezidierte Querfrontstrategie, einen kruden Mix aus nationalsozialistischen und marxistischen Elementen zusammengerührt hat.
während sein Dachverband, das Freie Netz Süd, an sich einen völkisch-antikapitalistisch-nationalsozialistischen Hintergrund nur selten verschweigt. Das geht eigentlich nicht überein, aber du siehst, inhaltliche Debatten scheinen im Freien Netz Süd nicht so geführt zu werden. Ich glaube, das alleinige Bekenntnis, ein radikaler Nationalsozialist sein zu wollen und mit der NPD auf Kriegsfuß zu stehen, reicht, um beim Freien Netz Süd mitzumachen. Und es ist eigentlich eher ein Konkurrenzkampf mit anderen Kameradschaftsnetzwerken um Personen und Grüppchen entbrannt, die teilweise ganze Risse durch Szenen und Städte gehen lassen, wie beispielsweise in Nürnberg oder München. Jetzt gab es vor kurzem in Nürnberg, kurz vor dem 1. Mai, einen ziemlich tragischen Übergriff von einem Aktivisten des Freien Netz Süd aus Fürth, einem Kader, der einen Antifaschisten, einen 17-Jährigen, ins Koma geprügelt hat, fast tot geprügelt hat. Jetzt ist meine Frage an dich, ist denn sowas eher ein Einzelfall oder hat Gewalt bis zu solchen Ausmaßen beim Freien Netz Süd System? Also neonazistische Ideologie führt immer zur Gewalt. Das ist die Ideologie, die auf Vernichtung und Ausgrenzung setzt. Und Gewalt ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Ideologie selbst. Von daher gesehen sind Neonazis immer eine potenziell tödliche Bedrohung. Für die Aktivistinnen und Aktivisten des Freien Netz Süd ist das auch alles andere als ein Zufall. Wir kennen ja die rechtsterroristischen Aktivitäten der sogenannten Anti-Antifa Nürnberg und anderer Gruppierungen, in deren Aktivisten ja allesamt zu den Führungskadern des Freien Netz Süd gehören. Und wir kennen ständige Gewaltaufrufe durch das Freie Netz Süd. Dem antifaschistischen AIDA-Archiv in München beispielsweise liegen interne Publikationen des Freien Netz vor, in dem der Umgang mit politischen Gegnerinnen und Gegnern, also Antifaschistinnen und Demokratinnen, unter der Überschrift "Seid erbarmungslos" thematisiert wird, und dann folgt eine Suada von Gewaltaufrufen inklusive von Folter und Mord an politischen Gegnerinnen und Gegnern. Oder wenn du dir das Material in den verschiedenen Online-Versenden anschaust, die Neonazis aus dem Freien Netz Süd mittlerweile betreiben, findest du zahlreiche gewaltaufrufende oder gewaltverherrlichende T-Shirts und andere Propagandaartikel. Bei Daniel W. beispielsweise, dem Freien Netz Süd Aktivisten aus Schwandorf, der die dortige Kameradschaftsszene koordiniert, gibt es im Versand ein T-Shirt mit der Aufschrift "Pro Gewalt".